Was willst du beichten, Raymond? Mord, Vater. Wieso hast du jemanden ermordet? Weil ich dafür bezahlt wurde. Wen hast du ermordet, Raymond? Sie, Vater. Nachdem ich ihn getötet hatte, ging ich nach Hause und bekam die Anweisung, fahr nach Brügge. Brügge. Brügge? Brügge? Wo ist denn das? In Belgien. In Brügge. 2 Wochen. In dem Zimmer hier. Mit dir? Vergiss es. Waren Sie schon oben auf dem Turm? Im Reiseführer steht, das ist ein Muss. An Ihrer Stelle würde ich da nicht raufgehen. Wieso? Na, bei der Wendeltreppe, ich weiß ja nicht. Was genau wollen Sie damit sagen? Ist für einen Elefanten nicht so einfach. Mr. Blakely? Ja? Sie haben eine Nachricht. Wo seid ihr, verdammten Penner? Habe ich euch Mistrat nicht gesagt, ihr sollt euren fetten Arsch nicht aus dem Zimmer bewegen? Das nächste Mal seid ihr besser da, wenn ich anrufe, sonst poliere ich euch die Fresse. Ihr kennt aber viele Schimpfwörter. Gehen wir raus. Wohin raus? In die Kneipe. Okay. Harry, ich hab 'ne Idee. Ich gehe jetzt zurück in mein Zimmer und springe in den Kanal. Vielleicht kann ich so entkommen. Wenn du rausgehst um die Ecke, kannst du von da aus versuchen, auf mich zu schießen. Wenn ich rausgehe, muss ich rechts oder links lang? Du gehst einfach nach rechts. Okay, bei 3 geht's los. Wer zählt? Na, du zählst. Ihr seid echt total verrückt. 1, 2, 3, los! Ray, du bist mit Abstand der schlechteste Tourist auf der ganzen Welt. Wenn ich auf einem Bauernhof aufgewachsen und geistig zurückgeblieben wäre, würde Brügge mich beeindrucken. Aber das bin ich nicht, also tut's das nicht. Sie ist nicht meine Freundin, sie ist eine Prostituierte. Ich wusste gar nicht, dass es in Brügge Nutten gibt. Man muss nur an den richtigen Stellen suchen. Zum Beispiel in Bordellen. Eine Uzi? Ich bin doch kein Gangster-Rapper. Ich möchte eine normale Waffe für einen normalen Menschen. Vielleicht ist das die Hölle. In Brügge zu sein, bis in alle Ewigkeit. Komm nicht näher, Kleiner! Du kannst kein Karate! Ah!